Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute behandeln wir die Kunst von Rainer, denn seit dem Update 1.2.0 in Animal Crossing New Horizons gibt's ja jetzt Rainers Schatzkutter und er verkauft da sowohl Kunst als auch Skulpturen und anderen Kram, aber heute geht's um die Kunst und die Skulpturen, denn da gibt es auch Fälschungen und wie ihr diese Fälschungen erkennt, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Wir werden jetzt alle nacheinander durchrattern und ich werde euch zeigen, wo ihr seht, ob es eine Fälschung ist oder das Original. Und falls euch nur ein bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Kunstwerk interessiert, dann guckt mal in die Videobeschreibung, da habe ich alle Kunstwerke nochmal mit Timestamps hinterlegt und dann könnt ihr da einfach raufklicken und dann kommt ihr sofort zu dem Kunstwerk, das euch interessiert. Dann könnt ihr euch auch das Video eventuell als Favorit abspeichern, falls ihr das dann irgendwie für später nochmal braucht oder so. Nur so als kleinen Hinweis. Dann fangen wir doch einfach mal an, und zwar mit der Wölfinnenstatue. Da ist das relativ einfach zu erkennen. Da erkennt man die Fälschung nämlich daran, dass aus dem Mund die Zunge herausragt. So als wenn sie hecheln würde. Beim Original ist das halt nicht so. Dann bei der Kriegerstatue ist es so, dass die Fälschung zwischen den Armen so eine Art Schaufel hat. Und wenn sie die hat, dann ist es die Fälschung. Bei dem Diskuswerfer oder auch der Athletenstatue hat die Fälschung, man kann es nur schwer erkennen, aber am Arm so eine Armbanduhr-ähnliches Ding. Wird, glaube ich, auch nicht wirklich in die Zeit reinpassen, so eine Armbanduhr. Ist ein bisschen zu neuartig, möchte ich sagen. Dann wäre da als nächstes die Uraltstatue. Die ist auch relativ einfach zu erkennen, denn die Fälschung hat so Radioantennen an den Seiten, so ein bisschen alienmäßig. Hat das Original halt nicht. Die nächste Statue hat einen sehr komischen Namen. Sie heißt nämlich Dickkopfskulptur. Warum auch immer. Und da ist die Fälschung nicht so ganz leicht zu erkennen, aber sie lächelt so ein bisschen, wenn ihr ganz genau hinguckt. Und wenn sie das tut, dann ist es die Fälschung. Bei dieser komischen Kiste hier, auch Prachtskulptur genannt, ist auch sehr einfach zu erkennen. Die Fälschung hat einen Deckel oben drauf. Und meiner Meinung nach am einfachsten zu erkennen, die Hinweisskulptur. Denn da ist die Fälschung einfach blau. What the fuck? Da hat sich der Rainer aber gar keine Mühe gegeben. Das Original ist halt eher so Anthrazit grau-schwarz, aber Fälschung blau. Als nächstes, die Geheimnisbüste. Finde ich, ist eine relativ gruselige Skulptur, aber auch relativ einfach zu erkennen. Die Fälschung hat einfach ein Ohrring am Ohr. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass die Finder hier einfach beim Original den Ohrring abgerissen haben und so oder so. Und dann gesagt haben, nö, nö, da war kein Ohrring, nein, nein. Und Rainer will einfach nur die Wahrheit ans Licht bringen und hat deswegen diese, in Anführungszeichen, Fälschung gemacht. Dann hätten wir die Eleganzstatue. Auch relativ schwer zu erkennen, was hier bei der Fälschung anders ist, aber die Fälschung hat so eine Art Halskette um. Im Halsbereich ist das ein bisschen dunkler bei ihr. Daran erkennt ihr auch hier die Fälschung. Bei der Erhaben-Statue ist die Fälschung einfach daran zu erkennen, dass das Kleid im Original viel krasser ausgeschmückt ist als bei der Fälschung. Muss man aber schon genauer hingucken. Und vielleicht die bekannteste Statue, die Galant-Statue oder auch besser bekannt als der David von Michelangelo. Da ist die Fälschung daran zu erkennen, dass die Fälschung so eine Art Buch unter dem Arm hält. Beim Original ist der David anscheinend nicht so belesen. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch zwei Statuen, die der Rainer nicht gefälscht hat. Das ist zum einen der Denker oder auch die Vertrautstatue und zum anderen die Würdestatue oder auch König KBHBH der Erste. Ja, da ist tatsächlich KBHBH. Wie bei Dragon Ball. Auch davon gibt es keine Fälschung. Schön, kommen wir jetzt zu den Kunstwerken. Bei einigen ist es ein bisschen offensichtlicher als bei anderen, aber auch die werden wir jetzt alle durchgehen. Fangen wir doch mit dem bekanntesten an, und zwar dem Wissenschaftsgemälde, beziehungsweise der vitruvanische Mensch von Leonardo da Vinci. Und da ist die Fälschung daran zu erkennen, dass sie oben rechts so einen Kaffeefleck hat, als wenn man da so eine Kaffeetasse draufgelegt hätte. Dann die Nachtwache, wie sie im Original heißt, von Rembrandt, oder im Spiel das Enorm-Gemälde. Hier ist die Fälschung daran zu erkennen, dass der Mann da in der Mitte keinen Hut auf hat. Und wo wir schon bei Kopfbedeckungen sind, können wir auch mal den Knaben in Blau angucken, beziehungsweise das Einfach-Gemälde im Spiel. Und da hat die Fälschung volles Haar, währenddessen sie im Original, naja, so eine Art Halbglatze hat. Das nächste Bild ist ein bisschen einfacher zu erkennen, kommt aus Japan vom Ito Yakuchu, heißt Hahn und Henne mit Hortensien. Und ja, es gibt Hortensien in Blau und in Lila, aber das Original ist in Blau und da hat der Rainer wohl ein bisschen mit den Farben was durcheinander gebracht und hat seine Fälschung leider in Lila gemalt. Im Spiel heißt dieses Gemälde übrigens Detailgemälde. Als nächstes, wer kennt sie nicht? Die Mona Lisa, auch wieder von Leonardo da Vinci. Heißt im Spiel berühmt Gemälde und ja, sollte man auch so erkennen. Die Augenbrauen von der Fälschung sind ein bisschen zu weit oben, sodass die Mona Lisa so einen ganz schelmischen Blick drauf hat.
In echt guckt sie natürlich wunderschön. Bei dem nächsten Bild hat der Rainer sich auch nicht wirklich viel Mühe gegeben. Da geht's um die zurückblickende Schönheit oder im Spiel das Anmutsgemälde. Und ja, da hat Rainer einfach die Skalierung ein bisschen verpasst. Das Original ist etwas kleiner und nimmt nur so etwa 2/3 des Bildes ein, während der Rainer das ganze DIN A2 Blatt voll gemalt hat. Das nächste auch ein sehr schönes Bild, der Sommer von Giuseppe Akimboldo, bestimmt falsch ausgesprochen, oder im Spiel das Gemüsegemälde, was ein viel besserer Name ist, erkennt man daran, dass unten rechts diese Blume fehlt. Also das Original hat diese Blume da unten, die Fälschung nicht. Dann haben wir die Geburt der Venus oder im Spiel das Schöngemälde. Und hier sind mehrere Sachen. Zum einen fehlen im Hintergrund diese Bäume, das ist wahrscheinlich der offensichtlichste Hint. Aber es gibt auch mehr von diesen Blüten überall, die es im Original so nicht gab. Dann die Dienstmagd mit Milchkrug von Jan Vermeer oder im Spiel das Altertumsgemälde, auch relativ einfach zu erkennen. In der Fälschung kommt sehr viel mehr Wasser aus dem Krug raus als im Original. Beziehungsweise Milch, es ist ja ein Milchkrug und kein Wasserkrug. Bei Mutani Onigi dem Dritten oder auch dem Furchtgemälde ist dasselbe wie bei der Mona Lisa passiert, nur in die andere Richtung. Im Original guckt er so ein bisschen böse und in der Fälschung, als wäre er nicht wirklich wüsste, was da geschieht. Also die Augenbrauen sind einfach um 180 Grad gedreht worden. Dann hätten wir noch den Jäger im Schnee oder auch das Wintergemälde, auch relativ einfach zu erkennen, denn hier fehlt sowohl ein Krieger als auch ein paar Hunde von diesem Krieger. Dann die Dame mit den Hermelinen, auch wieder von Leonardo da Vinci. Ich habe so das Gefühl, ein Drittel des Museums besteht aus Leonardo da Vinci Kunstwerken. Im Spiel heißt es auf jeden Fall Edelgemälde und hier ist der Hermelin anders gefärbt. Er sieht hier mehr so aus wie eine Ente oder ein Schnabeltier und im Original ist er einfach so weißlich gefärbt. Obwohl mir die Fälschung hier tatsächlich besser aussieht. Da hat der Reine gute Arbeit geleistet. Und dann hätten wir Las Meninas, das Feierlichgemälde im Spiel. Auch sehr, sehr schwer zu erkennen, aber wenn ihr genau hinguckt, der Mann hinten im Türrahmen hat die Hand so ein bisschen mehr am Gesicht dran und ich glaube, er soll sogar so einen Daumen nach oben zeigen. Macht er im Original halt nicht, da stützt er sich einfach am Türrahmen ab. Dann kommen jetzt zwei meiner absoluten Lieblingskunstwerke aus diesem Museum. Und zwar zum einen der Wandschirm mit Fujin und Rajin, die Götter von Wind und Donner, beziehungsweise das Ungestüm-Gemälde links. Hier sind einfach die Farben vertauscht. In der Fälschung ist der Fujin schwarz, im Original wäre er weiß. Und als Gegenstück die andere Seite, da ist der Rajin in der Fälschung weiß, aber im Original schwarz. Und das letzte Bild, das noch eine Fälschung beinhaltet, ist das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von Jan Vermeer schon wieder. Oder auch im Spiel das Perlengemälde. Und wenn das Bild schon das Ohrgehänge anspricht, wird da natürlich auch die Fälschung zu erkennen sein. Denn die Fälschung hat beim Ohrring so eine Art Stern, was im Original einfach nur eine Kugel darstellt. Ja, so viel zu den Fälschungen von den Gemälden. Die restlichen Gemälde sind alle ohne Fälschung Rainers zu kaufen. Das heißt, da wird es nur Originale geben. Dann wird zum einen das Bild, das mein Geschichtsbuch damals skizziert hat, nämlich die Freiheit für das Volk oder auch das Wahrgemälde. Dann weiterhin nur als Original zu erhaschen, ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, La Grande Ratte oder das Ruhegemälde. Auch das gibt es nur in Original. Des Weiteren die Ehrenleserin oder im Spiel das Bekanntgemälde. Auch das gibt es nur in Original. Nächstes ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, nämlich 63 Ansichten des Berges Fuji, beziehungsweise die große Welle von Kanagawa und im Spiel heißt es das Wellengemälde. Auch von diesem vom Tsunami zerstörten Fuji-Berg-Gemälde gibt es keine Fälschung. Dann haben wir noch die 15 Sonnenblumen oder im Spiel das Blumengemälde von Vincent van Gogh. Das ist der, der nur ein Ohr hat, weil er sich das andere abgerissen hat oder so. Auch von dem gibt es nur das Original. Dann tatsächlich das Gemälde, das ich bei meinem ersten Besuch von Rainer bekommen habe, nämlich Tibere. Und auch das Lichtgemälde im Spiel, davon gibt es keine Fälschung. Dann haben wir den Seemann mit Ä geschrieben, beziehungsweise das Kraftgemälde, wie es im Spiel heißt. Auch davon keine Fälschung. Dann ein sehr schönes Gemälde, das so ein bisschen an Fantasy und Herr der Ringe und sowas erinnert. Die Toteninsel von Arnold Böcklins. Oder im Spiel das Rätselgemälde. Ein Glück gibt es davon auch keine Fälschung. Obwohl ich davon gerne eine Fälschung gesehen hätte, wenn da irgendwie so ein Drache durchgeflogen wäre oder so. Das wäre bestimmt ganz cool. Dann hätten wir noch den Pfeifer von Edouard Manet, der ein bisschen an den Pfeifenspieler mit den Mäusen und Ratten erinnert. Im Spiel heißt er auf jeden Fall Hübschgemälde und auch von dem
gibt es keine Fälschung. Von diesem wunderschönen Stillleben mit Äpfeln und Orangen von Paul Cézanne oder im Spiel Das Perfektgemälde gibt es natürlich, perfekt wie es ist, auch keine Fälschung. Könnte sowieso keiner fälschen, weil es eben so perfekt ist. Und auch das nächste von Edouard Manet, die Bar in den Folies Bergere. Okay, und jetzt aber auf Französisch. Folie Bergère. Bar in den Folie Bergère von Edouard Manet. Im Spiel heißt es streng Gemälde. Auch davon gibt es keine Fälschung. Von Ophelia oder dem Versinkgemälde ebenso nicht. Dann ein meiner Meinung nach sehr, sehr bekanntes Bild, auch wieder von Vincent van Gogh, die Sternennacht oder im Spiel das Funkelgemälde. Auch davon keine Fälschung. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die bekleidete Maya oder wie sie im Spiel heißt, das Wabengemälde. Auch davon gibt es keine Fälschung. Obwohl das bestimmt witzig wäre, so eine Nude-Version davon. Ja, aber das waren sie. Das waren alle Skulpturen und alle Gemälde, sowohl mit Fälschungen, von denen es Fälschungen gibt, als auch die ganzen Originale und woran er sie erkennt. Und ja, ich bin gespannt, ob da vielleicht mit einem Update noch mehr dazu kommt. Die Animal Crossing-Macher sind da ja gerade sehr hinterher, das Spiel gut zu updaten. Und daher kann da bestimmt mit der Zeit auch nochmal ein bisschen mehr was kommen. Aber ja, das waren sie dann erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.